Servus aus München. Heute fahren wir zum Ebersberger Forst. Da soll es eine Kapelle geben, wo es spukt. Da geht es um die weiße Frau aus dem Ebersberger Forst. Die Frau soll mal angefahren worden sein und der ließ sie dann dort leider zurück. Es fuhren noch weitere Autofahrer vorbei, aber keiner hat angehalten. Die Frau ist dann verstorben. Man sagt, dass tatsächlich an der Stelle, wo die Kapelle ist, auch danach ein paar Unfälle passiert sind. Die Leute, die keinen Platz hatten für die Frau als Mitfahrerin, dass die dann in deren Lenkrad eingegriffen hat und dadurch der Unfall verursacht wurde. Also, ob man an sowas glaubt oder nicht, ich respektiere auf jeden Fall solche Geschichten. Ich werde mir das heute mal anschauen als Unterstützung, weil ich ein kleiner Schisser bin. Habe ich zwei Freunde mit dabei, Hong von Super Saftig. Da könnt ihr gleich abonnieren, krasser Foodtester. Und Barisch, den Kryptogott, die zwei werden dabei sein. Wir sind genau drei Leute und haben einen Platz freigelassen, damit, falls die Geschichte wirklich stimmt, die weiße Frau aus dem Ebersberger Forst mitfahren kann. Wir treffen uns beim Ostbahnhof und dann fahren wir los und machen uns auf die Suche nach der Kapelle. Bereit, Jungs, Mann. Ja. Barisch, Mann, ich habe mich schon angekündigt als Krypto-Gott, Mann. Übertreib mich, Gottes Haram. Gott darfst du nicht sagen. Okay, Mann, Experte, Mann. Herr Tati kommt auch jetzt nach mit eigenem Auto und damit er Platz hat. Krasser Food-Truck-Besitzer. Schaut's mal rein. Werde ich auch verlinken, noch Werbung für ihn ein bisschen machen. Wir gehen jetzt erstmal zum Ebersberger Aussichtsturm, weil Tati nachkommt. Und dann gehen wir zur Kapelle. Mein Freund Kilian hat in Ebersberg gelebt. Er lebt nicht mehr dort und er sagt selber, ohne Scheiß, da passieren manchmal echt merkwürdige Dinge. Aber ich habe irgendwas gesehen, dass die diese Kapelle so abgeschirmt haben. Habe ich auch gehört. Ja. Also musste schon irgendwie Eindruck hinterlassen haben. Mhm. Also die würden es ja nicht einfach so abschirmen. Hast du schön Platz freigemacht? Ich kann noch ein bisschen weiter vorrutschen. Ja, wichtig ist, dass der Platz da schön frei bleibt. Welcher? Neben Hong. Nico, wenn ich dir die Geschichten erzähle, ich schwöre, du würdest mir einfach nicht glauben. Ich weiß es. Klingt wieder nach Laberei oder so. Manchmal gibt es so komische Zufälle und Geschichten, die keinen Sinn ergeben, aber... Nicht Geschichten, irgendwas gehört von Albaner oder so. Nicht so. Eigentlich ernst. Ja, ja. Danke. Mein Gott, Mann. Soll ich dir was sagen? Ich war starr vor Angst und konnte mich nicht bewegen. Ich war starr vor Angst, ich konnte nur noch meine Augen rollen. Okay. Und wenn du richtig auch mal so Angst kriegst und so, du bist starr, du kannst dich nicht bewegen. Du bist wie so, alles ist fest. Okay. Ja. Und dann pusht richtig Blut, Adrenalin, dein Körper überschüttet heftig Hormone. Das ist richtig, was abgeht, dann endheftig. Wenn es so weit kommt, dass du so sehr Angst kriegst. Okay. Und das Krasse ist, es muss ja nicht mal echt sein. Du musst nur denken, dass es das ist. Und dann geht schon alles mit deinem Körper ab. Nur Eisen und Salz hilft den Geistern. Das ist klar. Was sind gegen Geister? Eisen und Salz. Da hat einer zu viel Supernatural schon. Oh mein Gott, Mann. Haben wir irgendwie was da davon? Hast du noch Salz von den Pommes oder so? Nee, Mann, da war kein Salz drin. Ich hab ein paar Gebete drauf, keine Angst. Kein Netz, kein Internet, gar nichts. Oh mein Gott, Mann, ey. Gut. Oh mein Gott, Mann. Hast du jetzt echt gar kein Netz mehr? Nee, ich hab nicht mal ein Netz, Mann. Geschweige denn Internet. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, bei mir ist auch alles weg. Ja, wo führt uns das Ding jetzt hin, wenn die Verbindung weg ist? Stell dir vor, wir kommen jetzt, ich habe den Aussichtsturm angegeben und wir kommen bei der Kapelle an. Wie krass das wäre, Mann. Ja, vielleicht, Nico, du nicht immer negativ denken. Wir sind ja eigentlich keine schlechten Menschen, oder? Nee. Vielleicht wird es eine positive Erfahrung, stimmt, ohne Scheiß. Das kann auch sein, ja. Echt ernst gemeint, no joke. Ja, ja. Das stimmt schon. Deswegen sage ich immer, dass, auch wenn man vielleicht nicht so daran glaubt, muss immer die Sache respektieren. Mhm, deswegen sage ich zu den Leuten, sag, labert genau. Nicht so über so ja. Da oben ist der Turm, schau mal, wie beleuchtet der ist. Seelig. Oh mein Gott, warte da. Mal. Ends krass. Ah, da, wow, krass. Das ist echt geil. Da oben ist der Turm. Alter, der Fuß der Vollmond. Der Turm ist echt krass beleuchtet. Der Turm ist endkrass beleuchtet. Alter, Mann. Ist das Tati? Motor, oh Gott, das ist so fluchtbereit. Das ist schon da. Oh mein Gott, Mann. Tati ist schon da. So, Tati extra mit eigenem Auto gekommen. Boah, ich scheiße, habe ich Angst. Oh mein Gott, Leute. Es ist so dunkel, man sieht gar nichts. Wir gehen jetzt gerade zum Aussichtsturm. Hier kann man durch. Hier ist so ein Weg, Mann.
Nico ist mein Partner, okay? Jeder hat einen. Der Jungsmann immer schön zu zweit an der Hand halten, gell? Alter. Ich höre Stimmen. Oh mein Gott, jetzt ist es wieder hell. Oh. Da gehen wir gleich hoch. Hier ist die Gang. Oh. Tati, Alter, wie Tati. Fühlst du dich? Wir hatten Endangst, Mann. Du weißt, was Vollmond heißt, gell? Oh mein Gott, das ist echt krasser Vollmond. Ja, 95. Geh mal weiter. Ja. Ist doch gut, oder? Und, aber wir sind doch noch nicht von oben. Ein bisschen frisch. Bestimmt ein ziemlich lautes Schirm. Kann man da nicht hochgehen? Doch, man kann schon hochgehen. Warte mal, müssen wir jetzt. Weiter. Gehen wir links. Und da können wir später durch das Dunkle, Mann. Da rechts können wir aber auch gehen. Gehen wir mal in den Dunklen, wie komm. Oh mein Gott, Mann, es ist enddunkel. Nächstes Mal echt so eine fette Lampe, Mann. Die Seitenform, Alter. Keine Taschenlampe? Nee, leider nicht. Der Turm schaut echt cool aus. Wir steigen jetzt die Stufen hoch. Ich hab Höhenangst, gell? Siehst du schon, oder? Du siehst doch eh nichts. Hast du jetzt echt Höhenangst? Ja, ja. Okay. Aber das ist gesichert. Du hast doch Puste, Mann. Boah, ich hab Angst, Mann. Also unten ging's. Also jetzt hier oben mache ich mir weniger Gedanken. Digga, was? Ah, du Angst wegen der Höhe, oder was? Ja, ja. Ich hab so schwindige Beine jetzt gerade. Echt? Ja, ja. Boah, Tati hat Höhenangst, krass. Aber ich trotze jeder Gefahr, Mann. Boah, jetzt sind wir gleich oben. Endlich geschleicht geschafft. Alter, geht End hoch. Oh, es geht End hoch, Mann. Boah. Fuck. Wir haben ein bisschen nach oben, oder? Ja, ja. Ich hab Angst, Mann. Boah. Ich bleib wieder runter. Oh mein Gott, schau dir mal rechts die krasse Aussicht da mit dem Roten. Ah, schau links rum. Jetzt sind wir gleich da. Servus. Servus. Oh! Ich muss gleich mal runter, gell? Ich muss erstmal atmen, Mann. Oh, krasse Aussicht. Oh, schaut's mal her. Das ist echt so schlimm. Ja, ich bin echt. Oh mein Gott, Mann. Man sieht ja sogar die Berge. Runter gehen ist immer einfacher. Die Aussicht war schon krass, du konntest sogar die Alpen sehen. Ja, hier kannst du mal krass, wenn du irgend so ein Date hast. Ja, oder da, wo die sitzen auf der Bank da. Da ist geil, ja. Wir waren jetzt gerade oben auf dem Turm. Tati hatte richtig Angst wegen seiner Höhenangst. Oh, man sieht gar nichts. Also Turm war für mich eigentlich mega. Also ich habe ihn eigentlich kleiner erwartet. Ich glaube, eine ganz coole Aussicht. Man konnte die Alpen sehen. Also der Turm hat mich eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht. Als nächstes gehen wir jetzt zur Kapelle. Und das wird eigentlich das Highlight der Nacht. Jetzt rast auf jeden Fall bei mir das Herz und pocht schneller, muss ich sagen. Aber was ist jetzt? Steigen wir da aus, oder? Ja, natürlich steigen wir aus. Ja, da vorne ist sie. Da vorne ist die Kapelle. Ich weiß ja nie, was nachweislich passiert, oder? Alter, hier ist es ja schon. Da ist es schon. Wieso fahren hier? Ja, wieso ist er nicht da reingefahren? Oh mein Gott, da war einer drin. Da betet einer vom Gitter. Nein. Doch, ich schwöre. Nein. Ich hab's doch gesehen. Beten? Da war einer so vor dem Gitter und... Warte, wir müssen jetzt irgendwo umgehen. Hast du da keine Person jetzt gesehen? Nein. Da war vielleicht... Ich schwöre, da war jemand so in einer weißen Kapuze. Wir schauen gleich. Jetzt nicht, weil jetzt wirklich ernst gemeint. Das war ein Mensch. Ja, wir schauen jetzt gleich. Hey, wieso fährt er weit? Wir, denn ja, doch wir müssen umdrehen, ja. Hast du dort jetzt niemanden gesehen, keinen Menschen? Ich habe nicht so drauf geachtet, ich habe mich voll auf die Straße konzentriert. Okay, krass. Ich hatte Endangst. Jetzt war, ich muss mal schauen, jetzt, wo man hier umdrehen kann. Ja, man sieht es bestimmt auf Kamera. Ich schwöre, da war jemand. Okay. Und eindeutig sichtbar. Da war so Kreuz mit Lichtern und so. Ich glaube, der hat gebetet. Der dort. Mein Gott, Tati, was machst du? Du bist gerade vorbeigefahren. Und da habt ihr auch den Typen gesehen, der am Gitter war, der gebetet hat oder so in der Kapuze? Ich sehe hier gar nichts, wie man umdreht, Mann. Tati, fährst du gerade direkt nach Hause? Alter Mann, was ist mit Tati los? Ja,
gleich da, Mann. Jetzt müssen wir gleich mal aufpassen. Ja? Hallo? Nicolo? Ja? Bist du noch hinter mir, oder? Nee, ich hab umgedreht. Wir sind gleich bei der Kapelle. Ach so. Ich hab was gesehen, ohne Scheiß. Was? Hast du den Typ mit der Kapuze gesehen, gell? Ich hab was gesehen aus dem Augenwinkel in der Kapelle beim Vorbeifahren. Ja, genau, der Typ, der am Gitter war, gell? Ja. Na, komm. Doch, mit der Kapuze, mit der... Ich hab irgendwas gesehen aus dem Augenwinkel. Ich hab's ganz genau gesehen, ich schwör. Oh mein Gott. Warte mal, jetzt, wir aber sind gleich glaub, da, aber ich glaub, das war jemand, der betet. Wir sind gleich da, Jungs. Jungs, Mann, wir sind gleich da. Ja, wir treffen uns dann dort. Ja, kommt. Warte mal, hier ist es. Nico und ich sind in 90 Meter da. Hier ist es, wo ist es? Hä, es ist beim GPS verschwunden. Links der Typ mit der Kapuze. Nico hat auch irgendwas gesehen, er meinte aber, das ist ein Typ, der hat da irgendwie gebetet. Was? Aber um die Zeit dort noch. Da ist sie im Ohr. Da ist jemand, oh mein Gott, da sind Autos, Mann. Ja, da sind zwei. Da sind zwei. Ach, ah, okay. Da sind mehrere. Da sind mehrere, ja. Ah, okay. Schau, ich hab richtig gesehen. Oh mein Gott. Ja, bis gleich. Siehst du? Oh mein Gott, Mann. Siehst du, da sind welche, die beten worden, oh mein Gott. Ja, der war ja, ja. So am Gitter, ich schwör so. Es waren aber jetzt, wie sich herausgestellt hat, so ein paar Jungs, die vor der Kapelle waren, so Fotos gemacht haben und so in der Nacht. Der Barisch hat gemeint, der hat jemanden gesehen, der gebetet hat. Aber so krass war es doch nicht. Und wir steigen jetzt aus und schauen uns die Kapelle von nahen an. Wow. Oh mein Gott, Mann, da sind die Angsthasen. Oder was heißt Angsthasen? Okay, Mann. Jungs, was war los, Mann? Was war los? Ich bin gerade vorbeigefahren. Was war los, ey? Wie oft seid ihr vorbeigefahren? Einmal gerade, ich bin so vorbeigefahren und dann nochmal vorbeigefahren. Du bist gleich reingefahren, oder? Sind wir ja mit Absicht vorbeigefahren. Junge, ich wollte. So. Ja, das und erste da Mal mit Absicht, dann haben wir gedreht um ja. Und dann. Ja, da waren so Jungs der da. Der war so am Gitter, so. Ja, aber er hat so jemand betet am Gitter, Mann. Was soll sonst sein? Ich schwöre, der war so am Gitter. Den habe ich gesehen aus dem Augenwinkel. Ich so, Tati, oh mein Gott, ich habe echt was gesehen. Ist das nicht die Kapelle? Das ist die Kapelle, aber die haben die Absperrung haben die weggemacht, Mann. Die sind wahrscheinlich irgendwie kiffen oder so, die sind im Wald halt. Oh mein Gott, Mann. Genau, da oder da lang. Wir haben es geschafft, Mann, wir sind bei der Kapelle. Jungs, ich hab grad echt ein bisschen. Oh mein Gott, Mann. Die Chess haben wir schon lange verloren. Oh. Hier ist krasser Funkel, hier im Funkel. Wow. Jungs, mal schaut euch das mal an. Ja, und wie war das jetzt? Hier ist jemand gestorben, oder was? Ein kleines Mädchen ist gestorben hier, oder wie? Es gibt verschiedene Geschichten, weil die Frau wurde von jemandem anscheinend angefahren. Sie hat dann überlebt und ist dann auch selber auf den Boden gekrochen und alle anderen. Haben nicht, sag ich mal, ihr geholfen, sondern sind vorbeigefahren. Alle haben Fahrerflucht begangen. Und die Legende sagt, wer sie nicht mitnimmt und wer keinen Platz hat, dem greift sie ins Lenkrad und passieren Unfälle. Und ich habe sogar gelesen, hier sind so viele Unfälle passiert, dass sie irgendwie die Straße umgebaut haben oder so. Und danach ging es dann von den Unfällen wieder. Danach war es dann nicht mehr so schlimm. Und der war hier drin, oder wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott, man kann sogar rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Direkt rein, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Jungs, man macht mir nicht Angst, Mann, ey. Mach das Kind da nicht zu, Mann. Die Frau kommt hier. Ey, komm. Ich respektiere das richtig krass, Mann. Ja, natürlich. Also, Respekt. Wirklich. Wow. Also, ich finde schon, so eine unheimliche Stimmung ist schon da, Mann. Ja, klar, das ist eine Kapelle mitten im Wald, mitten in der Nacht. Ja, Mann. Hier ist so eine Aura. Mit vielen Geschichten. Hier ist echt so eine Aura. Wow. Das ist so mitten im Nichts. Hier ist nichts, Alter. Da hast du eine Liebe, Alter. Ich kann mir richtig vorstellen, Mann, wie so vorbeigefahren sein, so, Tati, brich ab! Fahr weiter, brich ab! Tati! Weißt du, was ich gehört habe, oder? Ich hab was gesehen! Tati ruft mich an, also Augen aus dem Augenwinkel, ich hab was gesehen! Barisch auch so! Er so, boah, ich hab so weiße Gestalt gesehen, sie hat so davor gebetet, Mann! Ja, ich so, what the fuck? Ja, Jungs, ich hab dir so Schiss, ich hab mich nur auf die Straße konzentriert, Mann, ich konnte nicht auf die Kapelle schauen, Mann. Ich hab mich nur auf die Kapelle gucken. Da war einer am Gitter mit einer weißen Kapuze und hat gebetet. Was für ein Zufall, dass wir da vorbeifahren und genau dann ist jemand da drin, Alter. Weißt du, was ich meine? Was ist das für ein Zufall? So,
Freuten sich halt. Ja, ihr hattet ja Angst, wo ihr es gesehen habt. Nee. Oder habt ihr gedacht, keine Ahnung, ich hab mich so... Hast du von mir Angst gehört? Nee, Angst nicht. Es war so geschockt, so, boah, was ist das so? Boah, da ist doch was. Ja. Du hast doch selber gesagt, es ist wahrscheinlich eine Statue. Ja, ich hab gedacht, keine Ahnung, Statue oder irgendwas. Ja, oder... das hab ich auch gedacht. Ich hab gesagt, boah, da ist irgendwas, hab ich doch gesehen, aber... Ich konnte auch nicht gescheit hinschauen. Ich hab mich hundertprozentig auf die Straße... Ja, du bist echt schnell gefahren, Mann. Mich haben irgendwie so, keine Ahnung, zehn Fahrzeuge überholen, nicht so, ich fahre vorsichtig. Ja, so irgendwie. Wir fahren vorbei, drehen nochmal um, dann fahren wir her, Alter. Dreh mal um, du warst in München, Mann. Das haben wir doch so aufgemacht. Ich wusste davon nicht. Die haben nur gesagt, wir fahren erst vorbei. Ja, aber nicht, nein, nicht, dass und du... Dann fahren wir wieder ja, aber her. Du bist nach München gefahren. Das war's von Ebersberg, vom Aussichtsturm und von der Kapelle. Aussichtsturm, überraschend gut. Tagsüber auf jeden Fall bestimmt mega Aussicht. Wenn man keine Höhenangst hat, geht hat die. Ich glaube, man kann sogar die Alpen sehen. Kann man als coole Location für ein Date benutzen. Kapelle, gut zugänglich. Also ich hätte gedacht, dass man eigentlich nicht reingehen kann, dass die irgendwie abgesperrt ist. Der Sichtschutz geht dazu. Kann man rein, unscheinbar. Also sieht man gar nicht so. War auf jeden Fall mega interessant. Wir haben es überlebt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.